So wie es aufhört, fängt es auch wieder an. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modell Eisenbahn Träume TV. Neues aus der MOBA-Wohnung Teil 53 sind wir angelangt. Und ja, so wie es aufgehört hat in 52, fangen wir wieder an mit der gleichen Position, denn es geht hier gleich weiter beim Hornbach mit den Lampen. In dem Fall viel Spaß bei diesem Video. So, ich bin im Keller. Jetzt, ne, hier hängen die ganzen Kabel. Die muss ich jetzt gucken, dass ich die irgendwie zusammenfüge. Ich habe da ja schon so, wo haben wir sie? Ja, so Vigo-Klemmen geholt, ne? Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier das irgendwie, ja, zusammenfüge. Aber noch keine Ahnung wie. Also, ich wurschtle jetzt hier ein bisschen rum. Dann schauen wir mal, wie es ausschaut. So, wildes Chaos hier. Ja, die Lampen sind positioniert und kleben. Funktion habe ich schon mal getestet. Funktionieren alle soweit. Jetzt heißt bloß noch in Position bleiben und festkleben. Und ja, dann geht es an die Verkabelung unten. Und dann können wir mal alle anschließen und gucken, ob alle funktionieren und wie es dann ausschaut. So lange müssen wir uns gedulden. Ja, ich bin endlich am Verkabeln. Das heißt, ich werde jetzt, oder ich bin gerade dabei, diese Vigo-Klemmen, ja, anzukleben. Ihr seht, ein Teil habe ich schon gemacht. Die werden einfach mit Heißkleber an der Platte positioniert. Ja, Vigo-Klemmen finde ich halt cool, weil man A, nicht viel löten muss, B, man kann jederzeit wieder korrigieren. Also sprich, wenn wir nachher den Test machen und es klappt irgendetwas nicht mit einem der Beleuchtungselemente, ja, dann klappt das nicht. So, und jetzt gucken wir mal an. Und die Seite haben wir schwarz, dass wir das gleich haben. Also kommt jetzt hier in die Mitte das Schwarze. Muss es halt reinstecken, ne? Jetzt drin ist es und das Rote kommt da rein in die Mitte. Wunderbar, hält. So, jetzt muss ich noch die Leitung hierher verbinden und die Leitung hierher verbinden, dass ich quasi hier den Stromfluss habe von der Hauptleitung nach da und dann über dieses Kabel nach da. Ja, und wenn ich das soweit habe, mache ich einen Test intern und wenn das soweit funktioniert, dann kann die Platte an die Position. Und dann melde ich mich wieder. So, die Platte kommt an ihren Platz. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Baufehler gemacht. Mal hinten gucken. Jo, meine Güte. Da habe ich es gleich vergessen. Okay. Gut. Hier sind wir dran. Jawohl. Und jetzt haben wir das Problem noch. Hier vorne. Und zwar hier. Muckezickele, weisch. Jetzt.
da unten noch ein Problem. Ja, ich muss erst mal gucken, was unten fürs Problem ist. Ich mache jetzt mal Kamera aus, melde mich gleich wieder. So, ich hab's geschafft. Schauen wir uns mal das Gelände an. So sieht er jetzt aus hier. Der Hornbachmarkt. Und nebendran hier die DHL, ne? So. Und ja, da oben im der Parkplatz, da muss man halt dann ein bisschen so zwischen den Reihen gucken, dann sieht man das auch. Eben Fantasie. Und ein paar Szenen, so wie die Ente hier, ne? Habe ich ja hier vorne gemacht oder so, ne? Oder hier auch, da sieht man den Trabi dann. Ja, und jetzt gehen wir auf die DHL mal und machen mal das Licht an und gucken mal, wie das dann jetzt ausschaut. Ha! Wunderbar, ne? Also man sieht von hier alles perfekt. Und hier der Parkplatz, ne? Ist auch gut beleuchtet. Und natürlich hier gleich anschließend das Rotlichtmilieu. Und jetzt machen wir mal das Licht aus. Und wollen mal schauen, dann im Dunkeln, ne, der Parkplatz. Wunderbar hell ausgeleuchtet. Ja, und auch der Hornbach ist super ausgeleuchtet. Und ob jetzt das Hornbach-Schild oben leuchtet oder nicht, das lasse ich mir noch offen. Ja. Ich habe da noch keine Option getroffen bis jetzt. Und wir lassen es jetzt mal. Die DHL da hinten ist ja auch dunkel, die hat ja auch kein Licht. Aber wie gesagt, wenn die Kamera sich entscheidet, wieder scharf zu werden, genau. So sieht der Markt jetzt aus, so sieht es unten in den Arkaden dann drunter aus, Bahnhof, ja, Rotlicht, Polizeieinsatz. Rundet das Bild ab, wir machen das Licht wieder an, machen das Licht wieder aus. So. Ja, es sieht einfach schön aus, wenn man hier so schaut und mit der DHL dann im Hintergrund. Das gibt einfach ein wunderbar schönes Bild jetzt hier oben. Und hat wieder etwas Neues auf der Anlage gezeigt. Ja, der Hornbach ist fertig in seiner Position. Und der Tisch ist wieder frei, da liegt bloß noch der Karton, der kommt weg. Ja, das freut die Frau unheimlich. Denn dann hat sie wieder ihren Tisch für sich. Wenn die wüsste. Das nächste Projekt auf dem Tisch steht schon an. In den Stadtlöchern. Mehr wird er wohl noch nicht verraten. Also. Nein, ihr seht es beim nächsten Livestream. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme. Auf jeden Fall finde ich es toll, wie der Hornbach jetzt ist. Bereichert ungemein das Gelände da oben und ja, macht mal wieder frischen Wind rein. Das ist das Wichtige. Jetzt geht es noch darum, die Gleise zu verbinden oben, dass die quasi fest sind und dann kommt da ein Güterzug hin. Mal gucken, welchen ich reinrangieren werde. Da werde ich euch dann noch auf dem Laufenden halten. Ja, der Ralf hat im letzten Video etwas gesagt zu diesen Fallerlampen. Ja. Und da will ich jetzt mal was ausprobieren. Ne? Also ich habe hier eine 180102, was nennt sich das? LED-Straßenbeleuchtung Ansatzleuchte, da sind drei Stück drin im Pack. Und jetzt gehe ich mal runter mit der Kamera. Flim. So, da haben wir die und da haben wir den Fallertrafo. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keinen Kurzschluss machen. So, also. Ich werde jetzt mal austesten, wie die Lampe funktioniert. So, dass ihr es auch seht. Also, zunächst einmal gehen wir in 12 Volt DC hinein. Sofern ich es schaffe. Und es tut sich
Nix. Und jetzt tut sich auch nichts. Was ist denn jetzt los? So. Probieren wir mal aus. Was geht? Ja, die Lampe leuchtet und wir sind jetzt hier bei 16 Volt AC drin. So. Und jetzt probiere ich das gleiche Spiel nochmal aus mit 12 Volt DC. Da haben wir hier den Plus und hier den Minus. Aber scheinbar kriege ich keinen Kontakt. So, jetzt flippt aber irgendjemand hier aus! Vorführeffekt. Ich glaube nicht. So, ich muss das etwas anders hin machen. Dann komme ich besser hin. Also nochmal. Wir gehen mit der Lampe an 16 Volt AC. Lieber Ralf, und sie funktioniert. Ja? So. Und jetzt gehen wir an 12 Volt DC. Tada! Und sie funktioniert auch. Ja? Also geht die Fallerlampen gehen Wechsel wie Gleichstrom. Super. Echt super. Also DC wie AC. Ne? Wollte ich nur mal sagen, weil du ja gesagt hast, die Ära ist vorbei für dich. Ne? Nein, diese Lampen funktionieren mit 16 Volt AC sowie auch 12 Volt DC. Wollte ich nur mal so dir zeigen. Was steht hier hinten überhaupt drauf? Nichts steht drauf. Hier steht nur drauf, dass es anschlussfertig für 12 Volt Gleichspannung ist. Ne? Aber wie gesagt, es funktioniert auch bei Wechselspannung. Also Ralf, die Ära mit den Fallerlampen muss nicht zu Ende sein. Ne? Ich habe es dir jetzt gezeigt, dass sie Gleichstrom wie Wechselstrom mit dem Faller-Trafo funktionieren. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Trafos ist. Deswegen habe ich spezifisch den Faller-Trafo gezeigt. Ja, und ja, jetzt wisst ihr darüber auch mal Bescheid. So, zwischenzeitlich geht es mal an dieser Baustelle weiter, denn ja, ich habe ja Farbe jetzt schon mal angebracht und habe jetzt ja quasi hier mir Straße gekauft, ne? Die soll ja hier hin und ich habe mir eben Kurve gekauft, einfach mal um zu testen, ob das vielleicht so hingeht, wie ich das möchte. Aber jetzt sehe ich gerade hier, dass hier natürlich das Scheißendreck ist. Scheißendreck. Und schauen wir mal hier auf. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt, finde ich. Müsste ich hier ansetzen. Das ist echt doof. Das ärgert mich jetzt total. Da müsste ich ja die Kurve. Da kriege ich gar keine Kurve raus. Das ist viel zu breit, die Straße. Aber das ist die Breite. Da muss ich jetzt einfach hier ansetzen. Und hier so cutten. Hier so cutte, dann habe ich genau den Ansatzpunkt. Dass man das so einigermaßen als Übergang sehen könnte hier. Klar, es ist natürlich die Schnittkante hier, das ärgert mich jetzt auch ein bisschen, aber ich kann es nicht ändern, ja, ich kann es nicht ändern.
Und dann müsste ich hier dann cutten. Jetzt machen wir erstmal hier einen Schnitt. Muss mal Schere holen. Echt jetzt? Ja, wieder mal nichts vorbereitet hier. Ne? Nichts vorbereitet, echt. So. Also. Das ist nämlich das Schöne hier an dieser Buschstraße. Man kann hier einfach hier entlang schnibbeln, einen Knick reinmachen. Und wenn die Schere hauen würde, würde das auch viel besser gehen. Aber auf der Schere kann ich ja nach Mexiko reiten, ey. So. Und jetzt haben wir eben hier diesen Übergangsbereich. Jetzt, wenn ich da das so mache und dann runterklappe. Also wir haben auf jeden Fall hier den Übergangsbereich. So. Da seht ihr mal, ne? Neue Straße, alte Straße, wie die sich abfärbt, ne? So, wenn ich dann hier runtergehe. Das ärgert mich jetzt voll mit der Kante hier. Voll verkackt. Alter, was? Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich? Ich muss hier raus. Das ist eine Spirale aus Dummheit. Aber ich kann hier nicht ansetzen, genau, weil sonst. So. So müsste ich ansetzen. Und jetzt kommt eben die Kurve ins Spiel. Also ich muss hier einen Cut machen. Das können wir schon mal hochfalten. So, hier machen wir jetzt einen Cut. So. Und jetzt haben wir diesen Sektor schon mal, den kleben wir jetzt einfach mal hin. Nice. So. Aufpassen, dass keine Wellen macht. Und ihr habt sie bestimmt vermisst, ne? Nee. Jawohl. Jetzt dürft ihr es wieder schreiben. Ihr habt es ja schon lange nicht mehr geschrieben, ne? Öl doch mal! Diese Walze. Halt, stopp! Jetzt reicht es! So, jetzt gehen wir eben hier runter. So, und dann hat man hier so einen Übergang. Super. Echt super. Jetzt haben wir natürlich dieses Stück hier übrig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir knappen das hier ran. So, und dann haben wir die Straße. Nein, wir machen das nicht. Wir nehmen jetzt hier diese Kurve, weil ich habe die jetzt nicht umsonst gekauft. So. Und jetzt müssen wir hier überlegen, wenn wir die hier ansetzen, inwieweit wir dann gerade kommen. Wir brauchen da nur ein Stück Kurve eigentlich, ne? Wir müssten es so haben. Dass es so, glaube ich, gerade ist. So, wenn wir das jetzt dahin machen,
Dann haben wir hier eigentlich wieder einen geraden Lauf hier vor. Jetzt hoffe ich bloß, ich kriege das genauso hin. Ihr seid live dabei, wie es verkackt. Das Schöne ist, man kann es immer noch ein bisschen... korrigieren. Ja, da muss man sie vorsichtig andrücken, dass alle Blasen raus sind. Und dann kommt wieder die Walze, um es richtig festzumachen. Weil wenn man das nicht macht, ja, dann löst sich es irgendwann. Und jetzt könnte sicher sein, wenn ich es jetzt wegmachen will, geht's nicht mehr. Uns geht alles kaputt. So, jetzt können wir da gerade ansetzen quasi. So, funktioniert ja fast, ne? Müssen wir noch ein gerade schneiden hier, genau. Aber zuerst sollten wir eigentlich hier hinten, mal gucken, ob ich da rumkomme. So. Da hinten kommt ja die Straße raus. Und da muss ich jetzt erstmal die Kurve ansetzen. Und da habe ich auch das Problem, dass ich hier einen Spalt habe. Ja. Da wäre ungefähr hier die Kurve. Aber was ist gerade? So ist gerade, ne? So ist gerade, das heißt, ich komme hier raus und bin dann in der Geraden. Ja. Also, schnibbeln wir wieder. Warum mache ich jetzt zuerst die Kurve? Einfach darum, dass ich weiß, wie der Abstand ist nachher von der Geraden. Dass ich sehe, wie viel ich da habe, sonst habe ich ja nachher viel Verlust. So. Wir bauen die Kurve an. So, wo ist die Walze? Da ist die Walze. So, wunderbar. Und jetzt haben wir genau das Stück von da nach da. Gut. Setzen wir da hinten an. Das ist natürlich jetzt schön. Wenn ich das verkacke hier. Wenn man das anders. So. Gute Frage. Nächste Frage.
Müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Soll ich jetzt schon schneiden oder noch nicht? Also wir schneiden jetzt mal knapp. So. Die Reststücke kann man uns alle aufheben. Ja. Jetzt fangen wir da hinten an. Mit Anlegen. Und da ist jetzt wichtig, dass man erstmal ein bisschen wegnimmt, wenn man so ein Riesenstück hat, das drunter leckt und glatt streift, dann hat man quasi jetzt so eine erste Brücke, nur die es klebt und das, dann kann man noch korrigieren und so. Und dann leckt man vorsichtig an. Und macht's. Fest, so. Und dann muss man jetzt vorsichtig hier wandeln und irgendwo und natürlich hier dann anpassen. So, wunderbar. Dann kommen wir wieder mit unserer Walze. Eigentlich wie im echten Leben, ne? Die Straße muss ja auch gewalzt werden im echten Leben. So. Jetzt gehen wir zurück. Na, komm ich? Jawohl. Jetzt habe ich eine Verbindung eben von hier nach da geschaffen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich mache hier einen Cut, schneide hier ganz knapp entlang und werde hier dann die Straße verfüllen oder so. Und ja, aber ich weiß es nicht. Übrigens, was mir gerade auffällt, merkt ihr das auch? Das ist gar nicht ausgebleicht. Die Kurve hat nämlich die gleiche Farbe. Die haben wahrscheinlich die Farbe geändert. Auch lustig. Da sieht man es auch ganz deutlich, ne? Ein anderes Farbschema. Tja, egal. So sind die Straßen, neue Straße, alte Straße. Es gibt ja da vielerlei Möglichkeiten, das zu bauen. So, hier werde ich wahrscheinlich so eine Mischung aus Parkplätzen und Büschen machen. Also hier ganz knapp hin so quasi Büsche. Muss ich mal schauen, oder? Oder ich mache eine Mauer hier hin. An die Kante, das weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir mal schauen. Wobei ich ja hier so Moos habe, ja, ob ich das dann mehr mache oder so. Das müssen wir mal schauen. Das ergibt sich dann quasi mit dem Weiterbau und diesem Stück. Ja, ich wollte ja mal kurz zeigen, was hier so geht. Warum gerade wenn ein bisschen Stillstand ist. Ja, ich muss ein paar Fehler ummerzen. Ihr seht, da liegen viele Kabel, ne, und Teile und plötzlich ist das hier. Das ist nämlich das von da hinten. Weil ich einfach das Problem hatte, wenn ich da hinten bin oder Besuch da ist und der nach hinten läuft, kann ich gar nicht schalten. Und das nervt mich ein bisschen. Also habe ich das nach vorne gebaut. Ich habe auch hier jetzt mittlerweile, vielleicht sieht man es hier, da
die Bussteuerung hierher gebaut. Das heißt, ich kann jetzt alle Busstationen, die hintere wie hier diese hier, von hier direkt steuern. Das heißt, ich muss nicht mehr dahintere laufen. Und eben dann will ich eben auch die Trafos quasi hier anschalten, damit ich das steuern kann. Ja, und deshalb baue ich hier jetzt da großartig das hier alles um, plan das neu. Muss natürlich viele Stromkabel legen, weil da natürlich noch die Schattenbahnhofbeleuchtung verbaut ist und. Und ich habe mich eigentlich dazu entschieden, kein Schaltreck mehr da hinten zu lassen, sondern alles hier vorzubauen. Und das kostet natürlich Zeit. Und das ist ja langweilig, wenn ich da unten rumkrapsel. Deswegen filme ich das nicht. Aber ich dachte, ich zeige euch mal, weil natürlich einige gefragt haben, was ist denn los? Ne? Da kommt zu wenig. Ja, eben weil das halt zeitraubend hier ist. Wenn ich hier 2-3 Stunden dran bin, dann bin ich nachher am Arsch. Und wenn ich da nur arbeiten muss und so. Ja, ihr versteht das bestimmt. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Und wenn ihr mal zu Besuch kommt, dann seht ihr die Veränderung. Oder halt die, wo zu Besuch schon waren, die wissen, von was ich rede. Und die, wo neu zu Besuch kommen, die können dann in den wunderbar neuen Genuss kommen. Ja, zwischenzeitlich, ihr seht's, der Baum brennt nicht mehr dauerhaft. Das hat mich ja gestört, habe ich ja gesagt. Ne? Den habe ich nämlich jetzt auch umgebaut. Wenn die Beleuchtung hier geht, brennt ja nicht automatisch der Baum immer. Sondern nur, wenn es einen Blitzeinschlag gab oder so. Ja? Und deswegen habe ich jetzt hier einen Schalter verbaut. Und wenn ich den quasi drücke, dann ist der Blitz eingeschlagen und brennt der Baum. Ne? Dann kann man das so machen. Und wenn die Feuerwehr kommt und löscht, ist er wieder aus. Genau. Ja, ihr seht's, ne? Stück für Stück geht's hier voran. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie es so schön heißt. Das dauert halt noch, weil halt viel verkabeln ist, viel testen, viel machen und so weiter. Also, aber ein Stück für Stück geht's voran. Ja, da habe ich von Faller mal wieder was bekommen. 24 Sol-Typ-Binge. Was auch immer das ist. 24 Tunnel-Leaning-Segmente. Naja, also die kamen jetzt schon. Ich habe ja schon überlegt, was ist denn das? Was habe ich da wieder bestellt? Ja, das sind die Sohlen für die Tunnel. Und zwar für die Tunnelbohrmaschine. Die, wo sie dann hintenrum im hinteren Teil anbringt. Ja, aber leider muss ich euch berichten, dass Faller die Tunnelbohrmaschine dieses Jahr nicht mehr auf den Markt bringt. Weil einfach Teile fehlen. Die kriegen es nicht hin, die geliefert zu bekommen. Kriegen es nicht hin, dann die Fertigung anzuschmeißen. Also hoffen wir mal, dass es im ersten Quartal 2023 passiert, aber diese kommen jetzt schon. Also wer die schon mal sichern will im Handel, die sind draußen. So, dann habe ich natürlich noch vom Frank ja den Fahrradladen bekommen. Danke dir, Frank. Ne? Du hast ja dafür die falsch bestellte, was ist denn, Dresine, nee, Piaggio, was weiß ich denn, irgend so ein komisches Gefährt da in Kuhflecken, in Spur 0, und ich hab's immer gedacht, das ist scheiße, eine 0 zu viel an die Bestellnummer, ne, und schon kommt was ganz anderes, wenn man nicht aufpasst, ja, egal, der Frank hat ja jetzt Spur 0 und war so nett, mit mir zu tauschen. Ich bekomme den Fahrradshop in H0 von ihm und er hat meine Kuhflecken-Autole da. Ja, also Dankeschön, kann ich demnächst mal zusammenbauen. Mal gucken, ob wir das irgendwann so machen oder mit Video. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen und schaltet ein. So, haben wir es wieder geschafft. Also ich mache zumindest jetzt wieder einen Cut hier. Ich weiß gar nicht, ich verliere mal den Überblick, wie lang das Video schon läuft. Euch gefällt es ja scheinbar, wenn es lang geht. Anderen wieder nicht. Also man kann es ja nie jemand recht machen. Muss man mal so sehen. Die einen sagen, bau wieder was, ich will es die ganze Zeit sehen. Die anderen sagen, boah, war das jetzt wieder langweilig, dass du da 5 Stunden Straße verlegt hast. Ja. Also wie gesagt, ich kann es keinem recht machen. Und ja, ich muss auch ehrlich gesagt überlegen, wie das nächste Jahr wird. Ob ich den wöchentlichen Rhythmus beibehalte oder nicht, ich weiß es nicht. Was?
ich muss es mir echt überlegen. Klar, es gibt sehr viel zu bauen, aber ich habe sehr viel zu arbeiten gerade und natürlich fängt ab Januar dann wieder die Fasnachtszeit bei uns an. Das heißt, jedes Wochenende Halligalli. Weil natürlich 2 Jahre war es durch Corona nichts mehr. Das heißt, alle müssen jetzt ihre Jubiläen und sonstigen Sachen nachholen. Das heißt, jedes Wochenende voll Power Fasnacht. Und dann noch Videos machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden sie auch kürzer. Vielleicht werden sie auch themenbezogen. Vielleicht werden sie auch, was weiß ich. Ja. Es ist halt so, dass gerade alles ein bisschen schief läuft. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Also ein bisschen nachdenken, bevor man so doofe, dumme Kommentare hier ablässt oder E-Mails schreibt, ja. Alter, was? Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich? Ich muss hier raus. Das ist eine Spirale aus Dummheit. Lassen wir es gut sein. Wisst ihr, ich kann mein Leben hier auch führen ohne Kamera. Ganz einfach. Dann seht ihr halt nur noch im Fernsehen, wenn ein Kamerateam hier rumläuft, was hier geht und was nicht. Und der Rest ist mir dann egal. Ja. Das ist ja das Gleiche so. Man steht hier mit den Abonnenten, die fallen. Andere, die blären rum, wie krank sie sind und wie behindert und was weiß ich was alles und schießen mit den Abonnenten durch die Decke. Gut, ich bin auch behindert. Ich bin behindert, dass ich hier mit euch diskutiere und nachher wieder die Kommentare hier mir anschauen muss. Ja? Und ja, ich weiß auch nicht. Ist es gerade die Vorweihnachtszeit? Ich habe keine Ahnung. Naja, morgen ist 3. Advent. Ich habe es noch nicht mal geschafft, ne? Das muss man sich mal überlegen. Ich habe es noch nicht mal geschafft, den Adventskranz aufzustellen dieses Jahr. Echt jetzt? Der ist noch verpackt im Schrank, weil ich einfach keine Zeit habe. Wenn ich hier bin, arbeite ich an der MOBA. Ich arbeite schon MOBA-Sachen ohne Kamera. Ja, ihr habt es gesehen, ja, die Umstellung von der Steuereinheit hat übrigens funktioniert. Kann jetzt alles von vorne steuern, das ist perfekt. Braucht gar nicht mehr reinlatschen nach hinten. Ist also alles zentral im vorderen Bereich. Super. Echt super. Jetzt muss ich bloß noch die Signale hier anschließen an dem Bahnhof Gleis 9 3 Viertel. Und dann oben am Hornbach einen Güterzug positionieren. Den habe ich auch noch nicht positioniert. Kommen wir nicht dazu. Die stehen alle noch hier rum. Ja, weiß nicht, ob man es sieht. Da steht auch einer. Ne? Muss immer da. Da steht auch ein Güterzug, ja, und steht da und blockiert quasi das ganze Gleis hier, ja. Da steht ein Güterzug, dort hinten stehen 2 Züge, da steht ein Zug, da oben, also überall stehen Züge. Ich komme ja gerade nicht mal zum Fahren. Großartig, ja. Aber was soll's. Im nächsten Teil auf jeden Fall gehen wir mal auf die Fernbedienung von ESO ein. Ich habe es in diesem Teil einfach nicht mehr geschafft. Sie ist zwar da, aber ich zeige es zum nächsten Mal, ich muss mal einfach mal Ruhe einarbeiten. Ja, gibt es halt so ein Special. Warte, wie viel haben wir noch? 3. Advent, ja, ich glaube. Ne, nächste Woche ist ja schon Weihnachten, oder? Ich muss mal kurz den Kalender gucken, ich blick's schon gar nicht mehr. Heute haben wir den 16. genau. Das heißt, dann haben wir den 3. Advent. Ja, natürlich, nächste Woche Samstag ist Heiligabend. Machen wir halt ein Heiligabend-Special mit ESO. Ja, mal gucken, das kriege ich hin. Und dann ist ja schon Silvester wieder, der andere Samstag, glaube ich, ne? Oh Mann, dann ist das Jahr schon rum. Wahnsinn. Na, mal gucken, vielleicht haue ich noch einen Livestream rein. Schauen wir mal. Wie ich Lust und Laune habe. Wenn nicht, lasse ich es halt. Okay. Ich sag danke für alle, die durchgehalten haben bis hierher. Sind ja immer weniger. Ich sage Dankeschön an alle, die den Kanal abonniert haben. Und ich sag danke an alle Kanalmitglieder, die mich supporten.
Und ich sage Dankeschön an alle, die einen Daumen nach oben geben, die einen Kommentar schreiben. Und auch sonst mit mir telefonieren, WhatsApp oder sonstiges, ne? Ist doch manchmal immer schön. Gut. Was bleibt noch zu sagen? Bleibt gesund. Viele Grüße an Markus und tschüss.